Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wie in dem letzten Video schon gesehen, haben wir jetzt die Bierproduktion mit der Firma Guinness. Ich habe offline ein bisschen weiter gespielt. Wir haben jetzt unser Wasser zu 100% voll hier geladen für unsere Bierproduktion. Nebenan sehen wir, ist ein neues Gebäude mittlerweile auch entstanden. Und zwar ist das für unsere eigene Dieselherstellung für unsere Fahrzeuge. Dazu sehen wir, müssen wir einmal Sonnenblumen anbauen und einmal Raps, um Diesel herzustellen. Ja, für die Sonnenblumen brauchen wir für unseren Ernterdrescher, ein anderes Gebiss vorne dran, ein anderes Anbaugerät. Dieses Gerät habe ich aber schon vor langer Zeit schon gekauft, weil das benötige ich auch für unsere Maisernte. Ja, wir sehen hier oben in den Silos 0 und 0. Ja, wir haben nichts, können noch keinen Diesel herstellen, weil wir im Moment noch unsere anderen Sachen ernten. Auf Feld 13 bin ich fleißig am Gerste ernten, die wir jetzt gleich hier reinbringen werden für unsere Bierproduktion, dass wir unsere ersten Paletten für Bier herstellen können. Und dazu switchen wir einmal rum. Ja, unser Helfer ist im Drescher auch schon wieder voll. Ich habe hier in dem Fahrzeug Gerste geladen. Ich blende das einmal kurz ein. Wir haben eine Kammer schon voll mit Gerste, die zweite schon angefangen. Ich möchte gerne dieses Feld erst, würde ich gerne komplett ernten, wird aber wahrscheinlich nicht in unseren Anhänger passen. Deshalb tanken wir den Drescher einmal ab. Wenn unser LKW voll ist, werden wir das sofort in die Guinness Bierbrauerei schaffen. Den Rest werden wir bei uns auf dem Hof im Silo lagern. Ja, es geht richtig voran hier. Wir haben viel Arbeit jetzt. Wir werden auch gleich noch eine Tabakplantage hier kaufen und platzieren. Ich werde dies hinter den Obstgärten platzieren, weil das vom Gesamteindruck schön dazu passt, hinter die Obstgärten noch eine kleine Tabakplantage. Den Tabak werden wir natürlich auch verkaufen, da kriegen wir auch Nebeneinkommen, gutes Geld, die Blätter wachsen alleine, ohne dass wir irgendwas machen. Jetzt fahren wir erstmal hier, würde ich sagen, in unsere Abladeposition, für unser Guinness. Überladen starten. Wir starten mit dem Abladen und produzieren unser erstes Bier. So, dann laden wir auch noch vorne ab, weil wir haben ja diesen Zweikammer-System von dem Anhänger. Die Gerste wird natürlich nicht ausreichen. Die Gerste wird natürlich nicht ausreichen, um hier vollkommen auf 100% zu produzieren. Ja, wir schauen einmal. Ja, wir haben jetzt 51% an Gerste. Hier sieht man schön, unser erster Karton ist voll mit Guinness-Bier. Das Guinness-Bier werden wir natürlich auch verkaufen. Wir schauen dazu einmal kurz hinein. Hier ist unsere Guinness-Produktion. Man sieht vom Preis her, wir haben hier recht gut, was es dafür gibt. Aber dazu muss unsere Produktion erstmal weiterlaufen, dass wir unsere Paletten vollkriegen
und dann unseren Anhänger, ja, um diese ganzen Paletten zu verkaufen. Wir haben hier unsere ganzen Stände, wo wir Paletten machen können. Ist ein bisschen Vorlauf, aber das dauert noch ein wenig. Aber wir fahren jetzt einmal zurück mit unserem LKW auf das Feld, um dort dann unseren Drescher abzutanken. Wir haben ja auch gesehen, dass wir für unsere Dieselproduktion Sonnenblumen benötigen und Raps. Ja, ich habe leider in dem letzten Video, wie ihr gesehen habt, Sojabohne angepflanzt auf den anderen Feldern. Das heißt, wir müssen jetzt hier, würde ich sagen, auf Feld 13 einmal grubbern, weil die Sonnenblume und ja die Sonnenblume an sich ist für unsere Sämaschine eine Direktsaat, und zwar für die Einzelkorn-Sätechnik. Und Einzelkorn-Sätechnik müssen wir einmal vorher grubbern. Ja, wir sehen jetzt schön hier, der Schornstein qualmt für unsere Bierproduktion. Die Guinness-Brauerei haben wir jetzt in Betrieb genommen. Lassen die Produktion auch schön vor sich hin produzieren. Ich fahre jetzt einmal rüber, werde für unseren großen Fendt-Traktor den Grubber holen. Weil wir müssen für diese Einzelkorn-Sätechnik einmal vorher grubbern. Das Ganze werden wir jetzt machen. So, den lassen wir jetzt einmal hier stehen. Schnappen uns einmal unseren großen Grubber. Das ist auch der Grund, warum ich diesen großen Fendt gekauft habe. Weil für diesen Grubber brauchen wir ordentlich PS unterm Hintern. Mit dem kleinen John Deere, den ich vorher hatte, wäre dies nicht möglich gewesen. Oder es wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber ja, hätte dann ewig gedauert. Wir fahren jetzt einmal rüber zu Feld 13. Natürlich auch gelbe Rundumleuchte an, weil wir hier ein extrem großes Gerät haben mit Überlänge. So, wir lassen den Betonmischer noch durch. Fahren jetzt einmal hier querfeld rüber. Rundumleuchte können wir aufmachen. Klappen einmal unseren Grubber auf. Werden dieses Feld 13 jetzt natürlich einmal vom Helfer grubbern lassen. Dazu switche ich einmal rum. Ja, Wasser habe ich ja schon aufgefüllt. Offline habe ich weitergespielt. Unser Wasserstand ist jetzt voll. Hier in der Bierbrauerei von Guinness. Deshalb lassen wir unseren Wasseranhänger jetzt hier stehen. Wir fahren hier einmal nebenan. Weil unser Helfer hat einen vollen Korntank. Ja, ist auch ziemlich daneben, brauchen wir nicht weit zu fahren. Natürlich kriegen wir hier keinen kompletten Anhänger mehr voll. Aber das Ganze werden wir natürlich dann auch sofort in die Bierproduktion bringen, wenn das Feld abgeerntet ist. Ja, und auf diesem Feld werde ich dann einmal Sonnenblumen säen, die wir für unsere Dieselherstellung benötigen. Und auf einem anderen Feld, ich denke mal, das wird auf Feld 10 sein, weil das das größte ist, was ich noch mit habe,
werden wir dann Raps anbauen. Das heißt, wir müssen einmal zwischendurch das Schneidwerk wechseln. Das sollte aber jetzt nicht das ganz große Problem sein. Wir machen jetzt hier einmal noch kurz bei den Kühen sauber. Da hat sich auch wieder ordentlich was angesammelt. Und dazu schauen wir einmal kurz rein, ob wir das denn verladen können. Jawohl. Das werden wir jetzt hier direkt bei den Kühen natürlich abladen. Wie ich auch gerade gesehen habe, müssen wir auch unsere Tiere wieder füttern, da unser Futterstand und unser Heustand sehr niedrig ist. Aber das werde ich offline weiterspielen, weil das einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, dann holen wir mit unserem Glas Xerion einmal unsere Sämaschine für die Einzelkorn-Sätechnik. Ja, wir müssen natürlich auch noch Gerste nochmal anbauen für unsere Bierproduktion, aber das, was wir jetzt haben, würde ich sagen, reicht erstmal. Des Weiteren müssen wir uns auch einen Gedanken machen mit unseren Hackschnitzeln, die wir hier verladen haben, wo wir die hinbringen. Ja, vielleicht bauen wir auch noch die Papier- und Kartonproduktion, um dort dann Kartons herzustellen, die wir für unsere Obstgärten benötigen. So, wir werden das Gerät jetzt einmal auffüllen, weil der Füllstand vom Saatgut und Dünger ist jetzt nicht so viel. Dazu klappen wir einmal das Gerät auf. Fahren hier unter unsere Düngerproduktion. Na, da passen wir natürlich mit dem Gerät nicht drunter. Das Gerät ist einfach zu hoch dafür. Gut, dann lassen wir das. Dünger haben wir ja noch 47%, aber Saatgut benötigen wir, was wir hier in dem Saatgutherstellung sehr schön verladen können. So, einmal Deckel zu. Auch hier wieder Rundumleuchte an, weil wir eine Überlänge haben. Interessiert die KI, also den Verkehr hier zwar überhaupt nicht, aber ist einfach realistischer und schöner zu spielen. Ja, wir sind auch schon am Feld angekommen. Unser Helfer mit dem Grubbern hat schon ordentlich vorgelegt. So, dann wollen wir noch die Saat ändern. Mais brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt einmal die Sonnenblume. Und dazu würde ich sagen, schicken wir unseren Helfer einfach mal auf Reisen. So, der hat jetzt Arbeit. Wir switchen einmal rum. Im Sägewerk geht es auch nicht weiter, weil einfach hinten unsere Abladepositionen voll sind. Ich habe auch schon, ja, wie man hier sieht, ordentlich Paletten produziert. Möchte ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern ich möchte jetzt einfach noch, wie versprochen, unsere Tabakplantage bauen. Dazu gehen wir einmal rein in den Global Company Mod. Switchen hier einmal weiter bis zum Ende. Unser Tobacco Factory klicken wir einmal an. Ich hoffe, dass dies auch noch hier hinpasst.
Ja, wir werden das aber nicht ganz so nah da dran bauen. Wir werden das Ganze hier hinbauen. So, ja. Unsere Tabakplantage steht. Wir gehen einmal rüber zu unserer Tabakplantage und schauen mal, was wir hier benötigen. Füllstand ist 0, ist klar. Haben wir ja gerade auch erst gebaut. Hier ist auch 0. Hier werden dann später unsere fertigen Tabakpflanzen zu sehen sein. Ja, hier sieht man, wir brauchen einmal Wasser für unsere Produktion. Ja, also müssen wir hier auch noch Wasser hinbringen, um diese Produktion hier zu starten, und einmal Holzpaletten, die wir hier benötigen, um das Ganze dann auch zu verkaufen. Ja, werde ich vielleicht in dieser Folge nicht mehr machen. Das werde ich dann in der nächsten Folge machen, dass wir dann diese Tabakproduktion hier einmal in Betrieb nehmen werden, um ja, ein kleines Nebeneinkommen zu haben, was dann hier noch so läuft. Switchen wir einmal rum. Unser Helfer ist fertig mit der Gerste. Die tanken wir jetzt einmal ab. Da hat er was vergessen. Dann ernten wir das selber noch ab, um diese letzten paar Liter hier noch für unsere Bierproduktion zu haben. Ja, wie ihr seht, es wird echt wirklich viel Arbeit. Wir könnten schon wieder Holz holen für unsere Palettenproduktion. Wir müssen Paletten rausfahren. Wir werden auch gleich noch mal nach der Bierproduktion schauen, wie viel, ja, Guinness-Bier wir jetzt schon produziert haben. Natürlich wird die Dieselproduktion noch ein klein wenig dauern, weil wir erst noch das andere anbauen müssen, wie Sonnenblume und Raps. Sollte uns aber nicht stören. Eins nach dem anderen. Ich habe auch vorhin schon mal reingeschaut, weil wir werden auf diesem Feld, wo diese Produktionsgebäude stehen, noch mehr Produktionsgebäude hinbauen, weil wir da noch, ja, ziemlich viel Platz haben. Gibt es noch die Coca-Cola-Produktion, auch die Whisky-Destillerei werden wir bauen mit, ja, Verkaufsstelle und Bunkerkapazität. Ja, es ist viel Arbeit. Wir müssen eins nach dem anderen machen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir unseren eigenen Diesel herstellen. Dazu muss ich das aber offline ein bisschen weiterspielen. Ja, das würde euch sonst langweilen, wenn ich jetzt hier nur stur filmen und aufnehmen würde, wie ich hier meine Felder abernte. So, jetzt ernten wir die Sojabohne. Unsere Gerste ist fertig. Wir haben keine Gerste weiter. Ich habe nur das eine Feld angebaut. Muss jetzt für die Bierproduktion einmal reichen. Und dazu laden wir das Ganze jetzt noch einmal ab. Um unseren Auflieger komplett leer zu machen, sollte dies aber erstmal reichen. Das Ganze abgeladen.
Wir schauen einmal rein, was wir jetzt haben. Wasser 99%, Gerste einmal 75%. Ja, und man sieht hier schön unsere Kartons mit dem Guinness-Bier. Ja, läuft die Produktion, lassen wir einmal weiter produzieren, fahren einmal rüber zum Feld 10, wo sich jetzt unser Drescher befindet. Und die Sojabohne, die ich jetzt hier angebaut habe, ist rein dazu nur da, ja, um Geld zu machen, weil wir benötigen auch ein bisschen Geld. Unser Helfer ist auch gleich fertig schon mit Grubbern. Hier wird fleißig die Sonnenblume angebaut für unsere Dieselproduktion. Das muss ich auch gleich noch wegbringen. Das ist auch voll, unsere Abladeposition für die Hackschnitzel. Bäume brauchen wir nicht mehr fällen im Moment, weil ja, wenn wir einmal rüberschauen, unser Feld mit den Bäumen ist ganz schön gewachsen. Wird auch in einer der nächsten Folgen dazu kommen, dass wir unsere Bäume dann dort fällen werden. Ich werde mich jetzt erstmal um die Tabakproduktion kümmern, dass diese Produktion dann starten kann. Ja, was gibt es noch viel zu sagen? Unser Helfer ist jetzt fertig. Wir können unseren Grubber zusammenklappen. Den benötigen wir jetzt hier nicht mehr. Das eine Feld mit Sonnenblumen wird jetzt reichen. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesen Bildern für diese Folge. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.